Recht herzlich willkommen zur 77. Folge von Avorion. Ja, hier in dem Sektor war nichts Dolles. Wir hatten vor, hier hin zu springen und dann da weiter zu springen. Aber wir können auch direkt einfach hier mal in den Nebensektor springen. Auch ohne grünen Punkt ist da ja möglich. Vielleicht ist ja auch mal interessant, da irgendwas zu sehen. Schauen wir doch mal nach, oder? So, warten wir auf unseren Computer, dass der fertig wird. Sprung ist berechnet und auf geht's. Und siehe da, wir sind in einem Sektor, der uns nichts bringt, weil er leer ist. Gut, alles klar. Das bedeutet Karte. Wir springen dahin, weil dort... Haben wir da jetzt Koordinaten? Ja, haben wir. Dann müssen wir da lang fliegen, gucken halt nach. In 5 Sekunden, dass wir da hinkommen und schauen, ob wir da unsere Klamotten verkaufen können. Ne? So, dann mal los. Okay. Da sind wir. Da ist ein Händler. 1000 Stationen. Und nicht die, die ich gerne hätte. Da ist auf jeden Fall schon mal eine mit einem Ausrufezeichen dran. Gucken wir doch mal aufs schwarze Brett. Die wollen Säure, auch schön. Taktische Karte, einmal rauszoomen. Ja, das war die einzige Station und die Mission ist dann auch hier nicht so dolle. Ja, war's das. Würde ich sagen. Ja, wo fliegen wir hin? Da ist auch nichts los. Wertstoffhof. Hier gibt es Asteroiden. Was haben wir hier noch? Handelsposten, Ressourcendepot. Da war nichts. Da unten sind Edelmetallminen. Das bedeutet, wir fliegen mal dahin. Gucken uns den Sektor an. Nach unten, dahin und dann springen wir dorthin. Haben natürlich jetzt nicht geguckt, ob hier was zum Handeln ist, aber lassen wir jetzt mal sein. So, ne, rausrollen da nicht, sondern da raus. Hier ist aber nichts zu sehen. Na, dann brauchen wir da auch nicht reingucken, ne? Dann wieder in die Karte, aber guck mal, passt nicht. Aber dahin wollen wir, ne? Nehmen wir den grünen Blips hier mit. Springen wir dahin und von da aus dann dahin. Dahin. Sprung vorbereiten. Und auf geht's. So. Was haben wir hier? Casino, Eismine, Ausrüstungsdock. Leovia, wer? Okay, sehr interessant. Gucken wir gerade hier rein, ob wir hier missionenmäßig was haben. Schiffswerft. Gucken, was die möchten. Schwarzes Brett, 50 Antriebsaggregate würden die gerne. Ne, 20, nicht 50. Hätten die gerne. Casino. Was will denn so ein Casino haben eigentlich? Arzneiwaren, okay. Sind auch nicht schlecht zum Handeln, ne? Allmetallhändler. Schwarzes Brett. Da gibt's keine Mission. Militärstation, was möchten die haben? Essensriegel und Sektorerkunden kannst du Geld verkriegen. Gucken wir doch mal rein. Wir interessieren uns für einen nahegelegenen Sektor mit irgendjemandem, der ihn für uns erkundet. Sektor 64 minus 328. Sektor 64 minus 328. 64 wäre also hier. Und 328 ist da. Okay, wäre also machbar. Das würden die gerne erkundet haben. Allerdings
Wie viel gibt's dafür? 100, nee, das ist jetzt nicht so, was ich sage, ich möchte das gerne machen. Wäre natürlich für den Anfang super viel Geld, ne, wenn man so eine Anfangsmission hat. Ach so, wir wollten mit G weiter durchblättern, ne? Schwarzes Brett, nix. Milchproduktionsfarm, schwarzes Brett, nix. Schiff ist meins, Reparaturdock. Das Quartier hatten wir auf jeden Fall nicht. Gibt's aber auch nix. Ja, gucken wir mal gerade nochmal durch. Ressourcendepot, weiß ich nicht, ob wir das hatten. Ist aber auch nix. Eismine. Nix. Schiffswerft. Was möchte denn der Farmhersteller haben? Lösemittel, okay. Casino, hatten wir da schon reingeguckt? Was wollten die denn haben? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir eben gehabt, ne? Arzneiwaren waren es, okay. Bisschen Drogen nehmen, ne? Ne, das ist uninteressant für uns. Gut, okay, war jetzt nicht so das, was ich mir vorstelle. Fliegen wir. Wollten wir dahin fliegen? Ich glaube ja. So, Ziel ist ausgewählt. Ausrichtung ist hier. Und wir können los. Gut. Gucken wir mal. Dass wir in den Sektor kommen. Ich wollte gerade sagen, gleich klappt es nicht, ne? Okay, hier sind schon mal ein paar Sachen, die wir vielleicht lukrativ finden könnten. Achso, die Mine wollte ich nicht haben. G, Fregatte, Handelsposten. Schwarzes Brett vom Handelsposten, nix. Bleimine. Arzneiwaren, auch eigentlich schon eine interessante Geschichte, ne? N-Tor, B-Tor, Edelmetallmine, Fusionsgeneratoren. Auch ein sehr lukratives Geschäft, aber haben wir leider nicht. Edelmetallmine. Auch Fusionsgeneratoren, sehr schön. Die Eismine möchte. Hier möchten alle Fusionsgeneratoren. Schweres Bergbauschiff, was macht das? Nix. Raus da. Das ist die andere Edelmetallmine. Die wollen Arzneiwaren. Handelsposten, was macht der? Der macht nix. Weiß nicht, ob wir die Bleimine schon hatten. Könnte sein. Arzneiwaren. Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Also ist hier auch nichts zu holen. Das ist schlecht. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gerade hier in unsere Handelsgeschichte rein. Hier gibt es aber nichts zu handeln. Und wir können hier die verkaufen. Aber wirklich nicht zu einem tollen Preis. Gut, dann schauen wir mal. Waffen und sowas. Ausrüstung. Das ist jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, da möchte ich hin, ne? Fliegen wir mal das nächste Ziel an, welches in dieser Richtung liegt. Jump Drive ist fertig. Koordinaten. Ja, stimmen. Lass uns losfliegen. Gucken wir da rein in den Sektor. Ach, hier ist so ein Dingens, sag schon. Wertstoffhof, ne? Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Da ist er. Hat aber auch kein Fragezeichen dran oder sowas. Das heißt, ja, geht sowieso nicht in der Hinsicht, ne? Gut, brauchen wir auch nicht. Ja, komm, wir machen eine Notiz daran, ne? Gut. Ja.
gerne groß geschrieben gehabt. Und da ist das Spiel hängen geblieben. Das läuft ja, wa? Schade. Gut, komplett gecrashed. Das ist nicht gut. Ja, schauen wir mal weiter, wie es geht. Ob ich es wieder laden kann oder nicht. Kleinen Moment. Ja, jetzt sind wir im zweiten Teil sozusagen. Eben war das ja abgestürzt. Hab das jetzt neu gestartet. Ist da gewesen. Hab jetzt gerade hier Warnwehr. Bin aber schon weitergesprungen nach diesem Blip. Und siehe da, da sind wir auch wieder in einem Wertstoffhof gelandet. Also, jetzt nichts Dolles hier. Und ich habe eine neue Zielkoordinate schon ausgesucht. Achso, nee, ich wollte dann eigentlich zurückspringen, möchte ich aber gar nicht machen. Das ist da, da ist so weit weg. Dann springen wir mal hier hin, oder? Ne, hier blippt's auch. Dann nehmen wir den da mal. Gut. Die Koordinaten eingegeben. Und das ist die Richtung, nehmen wir die noch mit. Jo, springen wir da hin, wenn er gleich berechnet hat, und los geht's. So, dann wollen wir mal schauen, was da für uns los ist. Okay. Reparaturdock und eine Schiffswerft gibt's hier. Schiffswerft möchte auch irgendwas haben. Mal gerade rein. Was sagt das schwarze Brett? Antriebsaggregate. Ja, das lohnt nicht. Und dann haben wir noch da das Reparaturdock. Das hat aber nichts, ne? Schwarzes Brett? Naja, Blödsinn. Können aber gerade einmal gucken, ob was kaufen möchte. Güter handeln. Antigrafeinheiten 25 lohnt nicht. Gut, jetzt können wir gerade hier noch gucken, ob es hier einen lukrativen Handel geben würde. Ist nicht so. Ja, Antriebsaggregat, Antigrafeinheiten. Guck mal, können wir bei beiden sogar verkaufen. Lohnt sich aber insgesamt nicht. Kaufen kann man hier nichts. Gut, dann haben wir das soweit geklärt. Können einmal gerade, ach, da nicht rausscrollen, sondern hier rausscrollen. Und da sieht es noch einen einnehmbaren Asteroiden aus. Ja. Gut, dann. Ach nee, da nicht, da war's. Schauen wir mal zu, dass wir da gerade hinkommen. Der ist auch gar nicht mal so weit weg. Dann nehmen wir den auf. Und claimen den, ne? Ja, das hat ja gut geklappt, ne? Tippitoppi, voll die Beule reingeflogen. So, ein bisschen näher noch ran an dem Ding. Und dann geht's interagieren. Dann nehmen wir den ein. Dann gucken wir uns nochmal die Karte an. Ja. Asteroid steht da, okay. Da ist auch einer. Asteroid eingenommen. Viele Asteroiden sonst leer. Das war ja dann schon eher was für uns. Das bedeutet, den nehmen wir hier nicht, denke ich. Mal gucken, dahin. Mine gründen. Achso, wir haben 3-2, wir noch gekauft haben, ne? Der Ölbohrturm kostet 3-6, also geht das nicht. Ist zu teuer, dann kaufen wir den. Oh, da gibt es einen 100 dafür. Da kommen wir aber trotzdem weg damit. Ja. Ja, da sind wir überall schon gewesen, ne? Der Kern ist da oben. Ist die Frage, wo wir hinfliegen. Ich würde jetzt fast sagen, da Koordinaten setzen und dann die Richtung aussuchen.
warten, bis der Sprung fertig ist. Den machen wir gerade noch und dann denke ich mal, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch mit dabei seid. Bis dann. Gucken wir nochmal rein. Oh, da ist auch einer, ne? Genau. Gut, den nehmen wir nächstes Mal ein und ja, schauen wir mal. Ciao.